Sie sehen ein bisschen aus wie Sägespäne und fühlen sich auf der Zunge auch genauso an. In Wasser eingeweicht bilden sie einen blassbraunen Schleim, der super gesund sein soll. Flohsamenschalen. Wer mag probieren? Schmeckt wie? Schmeckt gesund. How is it? It tastes like nothing. You're eating nothing now. Fühlt sich so ein bisschen an wie Sago. Das kenne ich aus meiner Kindheit. Sago, so Glibber. Glibber. Es schmeckt nach nichts, es schmeckt nicht gut und ich würde es auch nicht essen. Ist ein bisschen klebrig im Mund, aber geschmacksneutral, würde ich sagen. Ja, kulinarisch sind sie nicht unbedingt ein Hit. Aber für unseren Magen und Darm sind sie es schon, sagt Ernährungsmediziner Nils Schulz-Rutenberg. Flohsamenschalen sind ein bewährtes Hausmittel, sowohl bei Verstopfung als auch bei Durchfall. Außerdem sollen sie unseren Cholesterin- und Blutzuckerspiegel positiv beeinflussen können. Und vielleicht gibt ihnen ja Anrösten ein bisschen Geschmack. Knusprig. Und ein bisschen nussig. Quatsch, das ist doch nicht nussig, das schmeckt mir gar nichts. Doch, schmeckt schon noch was. Wir nehmen die jetzt für das Gericht. Was Flohsamenschalen tatsächlich können, was so viel erwartet wäre und wie man sie lecker hinkriegt. Wir finden es raus. Und haben heute auf unserer Speisekarte Buttermilch-Pancakes und Geflügelfrikadellen mit Flohsamenschalen. Mit den Pancakes geht's los. Für die geben wir zuerst Dinkelmehl, Eier, Honig und flüssige Butter in eine Schüssel. Dann folgen Vanille, Buttermilch und der Abrieb einer Zitrone. Noch Backpulver und zuletzt die Flohsamenschalen. Gut umrühren und dann muss alles ein paar Minuten ruhen, denn das Backpulver muss jetzt ein bisschen arbeiten, dass unsere Pancakes nachher schön fluffig werden. Und ich will sehen, wie viel Flüssigkeit die Flohsamenschalen denn aufnehmen und ob wir noch was zugeben müssen. Das wird gar nicht mal so wenig sein. Denn was aussieht wie Sägemehl, ist die äußere Hülle von ihnen hier, den Flohsamen. Gibt man die in Wasser, bildet sich zwar etwas Schleim, doch die Körner sind zu hart, als dass wir sie verdauen könnten. Anders die Schalen. Sie bestehen zu 80% aus Ballaststoffen und können das 40-fache ihres Gewichts an Flüssigkeit aufnehmen. Das macht sie so wertvoll für uns, denn diese enorme Expansion vollziehen sie auch in unserem Bauch. Flohsamenschalen erhöhen so das Volumen im Magen-Darm-Trakt. Dadurch nimmt der Druck auf die Darmwand zu und regt die Bewegung des Darms an. Gleichzeitig wirkt der Schalenschleim wie ein Schmiermittel und das hilft bei Verstopfung. Das macht den Stuhlgang dann weicher und voluminöser und dadurch wird die natürliche Entleerung sehr gut unterstützt. Flohsamenschalen enthalten neben den Ballaststoffen auch einige Öle, die auch dazu beitragen, dass das Abführen erleichtert wird. Und bei Durchfall helfen die Schalen, weil sie überflüssiges Wasser im Darm binden. Nach 1 bis 3 Tagen setzt ihre Wirkung ein. Bei der Einnahme von Flohsamenschalen sollte man es mit der Menge nicht übertreiben. Empfehlenswert sind 1 bis 3 Teelöffel. Und ganz wichtig ist dazu, genug zu trinken, damit es nicht zu Verstopfung oder Blähung kommt. Auch in unserem Pancake-Teig haben die Schalen ganze Arbeit geleistet. Kann der so in die Pfanne oder was wird's jetzt machen? Der Teig ist fest, aber ich hätte gedacht, er wäre sogar doch fester. Und ich würde sagen, er ist nah dran. Kleinen Schuss Buttermilch und dann können wir den benutzen. Und zwar Löffel für Löffel goldbraun von beiden Seiten gebraten. Während Thomas fleißig Pfannkuchen produziert, frage ich noch mal den Arzt. Können uns Flohsamenschalen eigentlich auch schaden? Flohsamenschalen können die Wirkung und Aufnahme von Medikamenten beeinträchtigen. Deswegen ist es sinnvoll, die Flohsamenschalen circa eine halbe Stunde nach den Medikamenten einzunehmen. Der Grund dafür ist der Schleim, den die Schalen bilden. Der legt sich auch auf unsere Darmschleimhaut. Grundsätzlich ist das erstmal gut, denn es schützt sie. Aber leider können die Schleimstoffe so die Wirkung von Medikamenten verzögern oder verhindern. Die Pancakes sind fertig und es ist höchste Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Können Flohsamenschalen nur schleimig oder können sie auch lecker sein? Ich schmecke die anderen Zutaten, Zitrone und so weiter. Das schmeckt wunderbar. Und anders ist nur die Konsistenz. Ich merke überhaupt nicht, dass da irgendwas anderes geschmacklich drin ist. Die Konsistenz ist völlig anders. Ist mal was anderes, aber auch nicht schlecht.
Ich schmecke keinen Unterschied, ist ja schon mal besser als schmeckt gar nicht. Aber da ist doch noch Luft nach oben. Darum geht es weiter mit den Frikadellen. Für die lassen wir die gerösteten Flohsamenschalen in Apfelsaft quellen. Das gibt auf jeden Fall Geschmack. Jetzt das Fleisch. Wo bekomme ich Geflügelhack her? Geflügelhack ist schwierig im Supermarkt zu bekommen, weil der Fleischer jedes Mal den Fleischwolf wieder reinigen muss, wenn er Hähnchen benutzt hat. Deswegen mein Tipp, einfach selber schneiden. Und das dauert auch gar nicht so lang. Danach mischen wir das Fleisch mit gebratenen Pilzen. Dann noch ein Ei, Petersilie, Schnittlauch und Paniermehl dazu. Und natürlich die aufgequollenen Flohsamenschalen. Die sollen auch gut für unseren Blutzucker und für unseren Cholesterinspiegel sein. Und sogar echte Schlankmacher. Stimmt das? Flohsamenschalen können dazu beitragen, dass das schlechte LDL-Cholesterin gesenkt wird. Unter anderem dadurch, dass sie dafür sorgen, dass mehr Cholesterin ausgeschieden wird und die Leber das nachbilden muss. Zum Zweiten sorgen sie dafür, dass der Blutzuckerspiegel stabilisiert wird, indem die Aufnahme von Blutzucker aus dem Darm in den Körper verlangsamt wird. Ein Mittel zum Abnehmen sind die Schalen aber nur eingeschränkt. Dadurch, dass Flohsamenschalen zusammen mit Wasser sehr gut aufquellen, tragen sie dazu bei, dass der Magen gefüllt wird und gedehnt wird. Und das ist ein wichtiger Sättigungsreiz. Und das kann dazu beitragen, abzunehmen, wobei man immer noch selber rechtzeitig mit dem Essen aufhören müsste. Die Fleischbällchen braten wir goldbraun in der Pfanne. Dann kann Thomas anrichten. Geflügelfrikadellen mit Flohsamenschalen. Dazu gibt es Ofengemüse und marinierten Rucola. Wer schmeckt die Schalen raus? Schmeckt gut. Ich finde es auch wieder ein bisschen überraschend, was die Textur angeht. Man hat ein bisschen mehr zu kauen und ja, ein bisschen fester, also ein bisschen ungewohnt, aber völlig, also geschmacklich gut. Und unser Fazit? Aus Flohsamenschalen kann man mehr machen als geschmacklosen Schleim. Zum kulinarischen Highlight haben sie aber leider nicht das Zeug. Auch ein Abnehmwunder sind sie nicht. Dafür aber ein bewährtes Hausmittel bei Verdauungsproblemen. Und sie können unsere Blutfettwerte verbessern. Direkt vor dem Schlafengehen sollte man aber keine Flohsamenschalen essen, denn dann läuft man Gefahr, dass man am nächsten Morgen einen dicken Kloß im Magen hat. Weil nachts trinkt man ja nichts. So, du kannst abhauen.